Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Hallihallo, werte Kasperschaft. Mein Name ist Elektrisch und die Leute sagen immer irgendwas. Aber was? Keine Ahnung, denn sie sind zu leise. Viel zu leise war gestern auch unser Profi-Streamer, der knapp 2 Stunden auf Kick unterwegs war, mit einer Lautstärke, die jenseits von Gut und Böse war. Also ich habe mir den Stream runtergeladen, hab ihn zusammengeschnitten, ich habe erstmal alles raus, was stumm war, dann alle kurzen Peaks raus, was nur FO war oder Windows System Sound. Und dann habe ich seine Selbstgespräche rausgeschnitten und übrig blieben 3 Minuten von 2 Stunden. Wahnsinn, oder? Und die sehen wir uns jetzt an. Aber vorher noch was Kurzes. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen in seinem Community-Post oder habt es im Stuhlkreis mitbekommen. Unser Lieblingspanda fällt eine Weile aus. Hoffentlich keine Langeweile. Denn er hat einen Unfall gebaut. Die Gerüchte, dass er mit 180 gegen einen Internetverteilerkasten in Blauen gefahren ist, sind allerdings unbestätigt. Also da ist wenig dran. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest. Das sagte schon Abraham Lincoln. Also nochmal von hier aus, gute Besserung. Kommt bald zurück, auch wenn's nur als Hater ist. Und jetzt steigen wir ein und gucken, was unser lieber Reini so verzapft hat. Billy. Das war ein Lux. Das war doch kein Puma. Für ein Puma viel zu klein. Ja, Pumen sind größer als Luchse. Plural von Puma ist Pumen. Wissen wir, seit Thorsten Sträter über Pumen erzählt. Bist du überhaupt noch da? Ich bin da, aber ich bin eingepennt. Nee, ich habe kein Interesse an dem Jagdschein. Du solltest aber einen haben, Rainer. Also nicht den Jagdschein, der zur Jagd berechtigt, sondern den anderen. Ich bin kein großer Fan davon. Ja, Jagen ist ja auch anstrengend. Da muss man früh morgens aufstehen, in den Wald wongeln, auf den Hochsitz. Nee. Ist man Jagd oder so? Klar, man braucht zum Überleben, ja. Aber wir brauchen es ja eigentlich nochmal zum Überleben. Nee, aber der Wald ist drauf angewiesen, Rainer. Das solltest du als Dorfkind eigentlich wissen. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht kommt die Zeit irgendwann wieder, wer weiß. Ja, und wenn die Zeit wiederkommt, dass wir zum Überleben jagen müssen, dann brauchen wir auch garantiert einen Jagdschein. Dann bricht alles zusammen, aber die Bürokratie läuft weiter. Obwohl, so unrealistisch ist der Gedanke wahrscheinlich nicht mal. Hast du früher gerne gekocht, Drache, ja? Ja, das heißt früher, ich koche immer gerne, aber ich habe halt keine Gelegenheit mehr dazu. Und wieso? Hast du keine Einbauküche in deinem Shelter im Wald? Schätze nicht immer. Nein. Ich kaufe mir meistens auch mal so ein bisschen Brot und alles oder Wurst und Käse. So, ich kaufe mir halt nicht so viel, weil das halt dann halt auch, das kann man halt auch transportieren. Ne? Ja, und davon abgesehen bestellst du dir dein Futter ja meistens. Wenn du bloß kleine Mengen kaufst. Ja, aber bei großen Mengen wäre es günstiger, oder? Das ist ja schon in 10 Minuten. Jetzt war ich ja kurz nochmal auf dem Klo schon alles. Also ich bin jetzt eigentlich erstmal, du fragst mich immer kurz bevor man schon, also eigentlich mache ich erst alle 2 Stunden eine Pause, sorry. Ja, Rainer, dann dürftest du in dem Stream aber überhaupt keine Pause machen, weil da geht ja nur 2 Stunden. Also. Nicht, dass es schlecht wäre, wenn du nicht länger streamst, weil. Das ist ja wirklich unerträglich langweilig. So. Ich war jetzt schon 2-mal weg, gerade kurz. Ja, und jedes Mal bist du wiedergekommen. Sehr zum Ärger deiner Zuschauer. Und ich glaube, heute machen wir so einen langen Stream. Ich würde. Oh. Ich denke, ich würde so 2 Stunden Stream machen. 2,5 Stunden Stream. Danach würde ich offline gehen, denke ich, erst einmal. Ja, und 2 Stunden mit dir, die kommen einem ja auch vor wie 5 oder 6 Stunden. Kein Problem, Rainer. Ich habe keinen Hunger.
Aber wenn du Hunger hast, solltest du was essen. Guten Tag zusammen. Schönen Tag. Die Swiss Lady ist da. Na toll. Auf die haben wir alle gewartet. Bin wieder am Start, was habe ich verpasst? Ich habe einen Elch gekillt. Ich habe einen, habe mehrere Hirsche gekillt. Voll, Reini. Ganz klasse. Mal gucken. Jetzt sind wir dabei, die Quests weiterzumachen, oben rechts. Also die über mir. Ach so, er hat nach unten geguckt. Ich dachte, die ganze Zeit im Spiel ist gerade Nacht und er steht da jetzt und wartet, bis die Sonne aufgeht. Junge, ich kann ja keinen Dünger herstellen aktuell, weil ich noch kein Gebäude dafür habe, also muss ich Dünger kaufen. Man muss da Dünger kaufen? Das spielt doch im Mittelalter. Hat man da nicht früher einfach aufs Feld gekackt? Alter, ist der teuer. Wusstest du, dass manche... Okay. Fürsorglichkeit gibt also negative Stats. Danke fürs Gespräch. Tja, Rainer, ne? Mit Frauen hast du's. Ja, wieder da. Jo, Bibi. Da freue ich mich. Bedenke aber, dass solche Sachen schnell nach hinten losgehen können, ne? Gerade bei mir mit den Hatern und so. Ja, da hat jemand gesagt, dass er morgen, also heute, Werbung für Bumsti machen will an der Uni. Viel Glück dabei. Naja, dann. Aber wie gesagt, sei vorsichtig, du weißt nie genau, was da letzten Endes rauskommt. Ja, normalerweise fliegt man da sofort von der Uni, wenn die mitkriegen, was du da für einen Dödel guckst. Weil ich habe da schon oft genug Leute gehabt, die gemeint haben, dass da dann, dass sie dann selber angegriffen und gehatet wurden. Ja, die wurden angegriffen. Das habe ich auch neulich erst gelesen wieder in der Zeitung. Da hat ein Student an der Uni gesagt, dass er Drachenlord-Streams gerne sieht und dann wurde er mit Schlagstöcken, mit Messern, mit Schusswaffen, mit Steinen größer als die Uni und allem angegriffen. War natürlich ein Spaß. Man hat einfach von der Uni geflogen, das Abitur aberkannt und gut war. Deswegen muss man sowas immer vorsichtig sein. Jo, das war's, oder? Das hat sich doch gelohnt. 2 Stunden Gaming-Stream und ja, das war alles. Wahnsinn. So machen das die Profis. Da kann man sich doch mehrere Scheiben abschneiden und dann ist immer noch genug Bumski übrig für alle. Ja, und was machen wir jetzt mit der angebrochenen Woche? Würde ich sagen, ziehen wir uns den längeren Klassiker rein vom 25. März 2016. Mal schauen. Damals war er noch unerfahren. Also gehen wir mal davon aus, es wird nicht ganz so professionell wie der Stream von gestern. Mette Leute, servus und willkommen beim Drache. Ja. Ja, hallo Reini. Gibt's einen Grund, warum du eine Sonnenbrille trägst? Ist es so hell in der Schanze oder was ist da los? Es heißt Drache, nicht Drachen. Ach so. Auch wenn es immer überall Drachen steht. Es liegt einfach nur daran, dass es von Drache offiziell herrührt und ich damals offiziell vergessen habe. Ah ja, du hast Drache offiziell, hast offiziell vergessen, deswegen war da ein N dahinter. Alles klar. Ich arbeite aber dran, es wird wahrscheinlich bald geändert. Ich hoffe, dass ich nicht ein Jahr warten musste. Bis dahin könnt ihr euch aber den Namen Drache offiziell merken oder... Okay, hab mir gemerkt. ...mich einfach mit meinem Kürzel Drache anreden. Geht auch Bumsti? Ansonsten möchte ich heute mal in dem Format darauf hinweisen, ich habe mir heute viel Mühe gegeben. Ja, ist so, ist. Du hast ja eine Sonnenbrille aufgesetzt. Rainer, warum trägst du die? Macht man das jetzt so? Warte mal, bin gleich wieder da. So, Sonnenbrille liegt leider im Auto, aber ich habe eine Schweißerbrille gefunden. So, die setze ich jetzt mal auf. Okay. Gut, der Rest des Videos, den mache ich jetzt im Blindflug, also geht schon. Leider bin ich anscheinend in der Real-Life-Aufnahme, also in dieser Aufnahme hier, ein bisschen schlechter. Das ist schon die 10. Aufnahme oder die 20. Aufnahme, die ich mache und irgendwie bin ich einfach nicht zufrieden mit mir selbst. Das liegt vielleicht an der Sonnenbrille, Rainer. Hast du mal ein anderes Modell versucht? Oder einen passenden Sombrero zur Sonnenbrille? Vielleicht auch ein anderes T-Shirt? Oder mal die Poster im Hintergrund umhängen? Rainer, solche Kleinigkeiten machen oft das aus, ob man sagt, ey, die Aufnahme ist top oder, nee, gefällt mir nicht.
Daher entschuldige ich mich im Vorfeld und hoffe, dass es möglichst erträglich wird. Ich zweifle das mal an, aber okay. Ich habe etwa 3,5 Stunden an dem Ganzen schon gesessen bisher und da habe ich nur die Audiospuren aufgenommen. Ich habe die Bilder rausgesucht. Du hast die Audiospuren aufgenommen? Heißt das, du stehst jetzt da, bewegst nur die Lippen und lässt ein Playback laufen oder wie? Und ich habe die Infos rausgesucht. Ich hoffe, dass es also halbwegs anständig wird. Dass meine Live-Auftritte, also das hier jetzt quasi nicht die ganze Sache versaut. Wir sind heute wieder im Format Metal, Leute. Ja. Ein schönes Format, Metal-Leute. Ja, ich trage heute eine Sonnenbrille. Das liegt nicht daran, dass ich ein blaues Auge habe, sondern einfach daran, dass ich... Dass du denkst, das wäre cool? ...dass ich cooler finde. Nee, ernsthaft, Rainer. Das habe ich jetzt nur aus Scherz gesagt. Glaubst du wirklich, das ist cool, wenn du mit einer Sonnenbrille darum stehst? Meine Güte. Außerdem blenden mich immer die Softboxen. Meine Hand, das ist der Grund, warum das Video so spät kommt. Meine Hand ist etwas verletzt. Oh, was hast du denn gemacht? Hast du wieder durch den Zaun gegriffen? Sieht jetzt leider nicht mehr richtig. Ich habe hier eine riesen Druckstelle gehabt. Und wenn ich am PC sitze, und das war ich eben bis gerade eben, dann sitze ich so am PC und dann liegt halt meine Hand immer auf dem harten, auf dem harten Holz. Da könnte es helfen, wenn man die Tastatur ein bisschen woanders hinpackt oder was auf dieses harte Holz draufklickt, was ein bisschen weicher ist, du. Das ist nicht so besonders gut. Ich habe nämlich keine richtige Ablage für meine Hand. Aber genug von meinem Privatleben. Jetzt ein paar Änderungen, die ich in dem Format vorgenommen habe. Ich betrachte das Format gerne so, weil es als die zweite Folge ist, dass es quasi in der ersten Folge noch ein Baby war. Ich möchte. Und jetzt ist es schon erwachsen, kommt bald in die Schule, hat bald seine erste Freundin, genau wie dein Sohn. Ich möchte es aber möglichst in dieser Folge zum Kleinkind bzw. zum Einschulalter entwickeln lassen. Das möchte ich auf diese Art machen. Ich habe heute 3 bis vielleicht 4 Änderungen. Im genau betrachteten sind es sogar ein bisschen mehr, aber das. Okay, 3 bis 4 Änderungen, es sind aber mehr. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid, danke. Das sind alles kleine Änderungen, die man vielleicht... So, wie klein sind sie denn, Reini? Sind das so kleine Änderungen? Sind das Babyänderungen? Gar nicht bemerkt. Die gravierendsten Änderungen sind folgende. Ihr seht zum Teil nicht nur mich, ihr seht auch, oder ihr hört auch nur meine Stimme und seht das Album dabei. Das ist schön, Reini. Jeder Moment, an dem ich dich nicht sehe, ist schön. Das hat einfach zur Folge, dass ich ein Skript geschrieben habe, das ich für wesentlich geschickter halte, als wenn ich hier stehe und es lese. Vor allem da ich, wenn ich irgendwas ablese, meistens so lese. Ja, und dann trägst du auch noch eine Sonnenbrille. Da erkennst du die Buchstaben noch schlechter als so schon und lesen kannst du eh nicht. Das ist ja bei dir nur Glückssache, wenn du von Wort zu Wort stolperst und rätst, was da wohl stehen könnte. Rainer, lass es doch einfach von der KI vorlesen und stell dich schweigend vor die Kamera. Wie wäre das denn? Eigentlich wollte ich dieses Format nie bringen, weil ich im Vorfeld nicht weiß, wie lange es anhält. Ja, genau. Das ist noch vom alten Skript übrig. Mit dem auch sei, da ich immer beim Lesen ziemlich schlecht bin und bei der Audioaufnahme das wesentlich geschickter machen kann, weil ich da kleine Absätze lese und die dann ordentlich vortragen kann. Weißt du, was noch geschickter wäre? Wenn du irgendwie was mit dem Mikro, das du hallst. Das Mikro ist ein bisschen weit entfernt, glaube ich. Oder du müsstest mal die Bude ein bisschen isolieren. Wie dem auch sei, eine weitere Änderung ist, dass ihr meine Stimme hört, dann mich seht und nochmal die Stimme hört, die nochmal auf das Album eingeht. Im Moment sehe ich sogar deine Stimme und höre dich gleichzeitig. Ohne Album. Das hat im Prinzip einen recht einfachen Grund. Beim ersten Mal, wo ihr mich hört, hört ihr das, was meine Stimme sagt in Bezug aufs Album. Wie das Album heißt, wie die Band heißt, wann die Band entstanden ist, wie lange sie gegründet wurde und so weiter. Ein paar Fakten eben. Dann seht ihr mich, das ist mein persönlicher Eindruck. Das sage ich euch, wie ich die Band fand, wie mir das Cover gefallen hat und so weiter. Dann hört ihr nochmal meine Stimme, die euch dann nochmal meine Entscheidung mitteilt. Zu empfehlen oder kann man mal reinhören. Jetzt nochmal hier eine Anmerkung zu kann man mal anhören und zu empfehlen. Lass mich raten. Kann man mal anhören heißt, gar nicht so schlecht, aber naja. Und zu empfehlen, geile Sache, kauft euch. Natürlich erklären sich die beiden Begriffe eigentlich von alleine. Ja, und deswegen solltest du sie uns nochmal erklären, Rainer. Ich möchte sie trotzdem nochmal kurz angehen. Tada. Zu empfehlen heißt im Prinzip nur, naja, dass ich es mir auf jeden Fall holen würde. Was heißt, du würdest es dir holen, Rainer? Du stellst doch jetzt Alben vor, die du schon gehört hast. Dann musst du dir die doch schon geholt haben, oder?
Oder hörst du die Epi illegal? Das würdest du ja nie machen. Das kann man mal reinhören, ist eine Aussage für, ja, ich würde es mal anhören, ist jetzt aber nichts, was ich bei mir im Regal stehen haben würde. Oder mir zumindest kaufen würde. Die dritte Änderung ist im Prinzip die, dass ich bei dem Button, den ich gerade erklärt habe, zu empfehlen, oder kann man mal reinhören, oder kann man mal anhören, wie auch immer. Bei diesem Button wird es sich in Zukunft so darum handeln, dass wir hier einen Link haben, auf den ihr klicken könnt. Und in diesem Link wird dann eine Verlinkung zu der Band sein. Ein Link mit einer Verlinkung, das finde ich eine gute Idee, Rainer. Hierzu muss ich deutlich sagen, und dafür nehme ich meine Brille ab. Na endlich. Damit ich auch damit Nachdruck verleihe. Okay, inwiefern das Nachdruck Ach, ist egal, mach mal weiter. Ich kann euch nie garantieren, dass es auch direkt zu diesem Album, das ich anspreche, eine Verlinkung gibt. Das liegt einfach daran, dass es auf YouTube nicht für jede Verlinkung, oder besser gesagt für jedes neue Album, direkt auch ein Video gibt. Bei Amon Amarth zum Beispiel ist es so, dass es zwar zum Thema First Kill, ein Lied aus dem neuen Album, schon ein paar Sachen gibt, auch ein paar Covers, aber eben noch einfach kein Originalvideo. Eine weitere Änderung, das ist jetzt die vierte und wir haben sogar fünf, fällt mir gerade auf, weil jetzt habe ich zwei im Prinzip erklärt oder habe ich jetzt eine versaut und es waren jetzt bloß zwei bis jetzt. Eine Änderung. Seid ihr noch wach? Ich frag nur, weil ich bin gerade fast eingepennt. Änderung ist, dass ich euch hier auf YouTube natürlich keine Hörproben geben kann. Das ist keine Änderung, das wisst ihr schon. Ja, erstaunlich, oder? Damals hat er auf sowas geachtet. Und später lässt er einfach im Stream die ganze Zeit Musik durchballern. Warum steht hier 28 statt 3.2016? Laut Drachenchronik ist das vom 25.03.2016. Na, ist egal. Aber ich werde euch hier einen Termin einblenden und an diesem Termin werde ich auf YouNow streamen. Ah, okay. Und euch, und das ist um die Uhrzeit hier. Donnerwetter. Werde ich auch um die Uhrzeit streamen, also seid möglichst pünktlich dabei. Ich werde so 10 Minuten oder so eh noch rumlabern davor. Und sobald es dann anfängt, werde ich euch ein Album nach dem anderen oder halt von oben nach unten die Liste durchgeben. Das heißt, wenn ihr da pünktlich da seid, könnt ihr dabei sein und dann mal ein bisschen reinhören, falls ihr nicht extra selbst suchen wollt. Und da zahlst du dann auch GEMA-Gebühren für, ne? Das hat einfach zur Folge, dass ich damit auch auf YouNow quasi ein bisschen Stil in die Sache bringen möchte, damit ich einfach auch mal auf YouNow ein bisschen mehr Entertainment machen kann. So, die Änderung, die eigentlich relativ irrelevant ist, ist die Änderung, weil ich noch nicht weiß, ob ich das in dieser Folge mache. Ich habe ja von den Verlinkungen gesprochen. Diese Verlinkungen werde ich euch definitiv auch unten in die Videobeschreibung packen. Aber zusätzlich zu jeder Verlinkung der Band werde ich euch einen zusätzlichen Link geben zu Amazon, wo ihr euch das Album holen könnt. Ganz tolle Sache, Rainer. Das möchte ich machen, aber ob ich das schon in dieser Folge mache, weiß ich nicht, da ich momentan wirklich ein bisschen neben mir stehe. Nee, da steht keiner, Reini. Und ganz ehrlich, ob die Links da sind oder nicht, du, das sieht man dann in der Videobeschreibung. Du laberst seit fast 6 Minuten, ohne was zu sagen, darüber, wie das Video wird, anstatt das Video einfach zu zeigen, dann sehen wir doch, um was es geht, Rainer. Warum musst du alles 5-mal erklären, als wären deine Zuschauer komplett behämmert? Gut, die Zuschauer, die unironisch sind, sind natürlich komplett behämmert, das ist klar, aber das kann er doch nicht wissen. Das Ganze ist für mich nicht sonderlich einfach im Moment. Ich habe momentan sehr viel Ablenkung. Und mein Privatleben ist momentan auch ziemlich unter aller Sau. Ach, hast du wieder 3 Freundinnen gleichzeitig? Weil ich, wie ihr wisst, wahrscheinlich bald umziehen muss. Ja, so fast 10 Jahren. Wir fangen jetzt mit den Alben an, weil ich wahrscheinlich schon wieder 20 Minuten gequatscht habe, bevor das Video überhaupt angefangen hat. Das erste Album ist American Head. American Head, Charge. Mit dem Album Tango Umbrella. Es steht auch nochmal dabei, falls ich mich wieder mal nicht deutlich genug ausdrücke oder es mal wieder völlig versemmel mit dem Aussprechen. Name. Rainer, die Einspieler hast jetzt vom Ton her aber komplett versaut. Eigentlich kannte ich sie vom Ding her schon, aber die Band selbst war mir an sich nur vom Namen her ein Begriff, aber nur weil ich eine Band vom Namen her kenne, kenne ich ja nicht gleich die Band. Die Band macht New Metal und Alternativ Metal, was ich für eine interessante Mischung halte, muss ich sagen. Gegründet wurde die Band 1996, also für New Metal auch eine sehr interessante Zeitspanne, aufgelöst 2009. Die Neugründung war 2011. Und ich muss feststellen, dass wirklich in der letzten Zeit viele Bands dabei sind, die ja irgendwann sich mal aufgelöst haben und sich wieder zusammengefunden haben. Wie immer habe ich reingehört, meine persönliche Meinung bekommt ihr jetzt.
Gut, im persönlichen Eindruck werde ich heute drei Sachen angehen, eigentlich pro Band. Ja, dann mach das mal. Bei manchen Bands vier, weil ich die Bands schon öfter gesehen habe. Meine Güte, jetzt mach doch einfach. Oder auch kenne. Hier haben wir das erste Mal das Album. Das Album, wie es aussieht und was meine Meinung dazu ist und ob es mir gefällt. Die CD ist rund und silbern und das sieht toll aus. So, nächste. Es ist im Prinzip ein Globus, wo ein Flugzeug auf dem Rücken fliegt. Oben drüber der Name der Band, unten drunter der Name des Albums. Allerdings ist der Name des Albums verdreht, also quasi auf dem Kopf stehend. Ich glaube, der ist sogar auf dem Kopf und gespiegelt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das Cover gar nicht. Ist nicht so mein Stil. Ja, bei American Head habe ich erst an Metalhead gedacht. Metalhead ist die Bezeichnung für jemanden wie mich. Nein, die Bezeichnung für jemanden wie dich ist Volldödel. Also quasi jemanden, der auf Metal steht, eben einen sogenannten Metaler. Ich dachte, du stehst auf große Wassertiere. Oder eben Metalhead. Das ist so im Allgemeinen der Fachausdruck für jemanden, der Metal hört. Und ich dachte erst bei American Head an Metalhead, eben weil es American Head heißt. Und weil du nicht lesen kannst. Ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es tatsächlich sogar daran, dass sie sich eigentlich Metalhead nennen wollten, aber ich glaube, das haben sie dann nicht gemacht aus, keine Ahnung, vielleicht aus irgendwelchen privaten Gründen, ich weiß es nicht. Möglicherweise liegt es aber auch an was ganz anderem, Rainer. Hätte man vielleicht mal googeln können, vielleicht hätte man es erfahren. Auf jeden Fall finde ich die Idee dahinter schon sehr geil und die Band hört sich auch saugeil an. Oder kurz gesagt, ich finde die Band echt geil, muss ich wirklich sagen. Und meine Empfehlung ist definitiv zu empfehlen. Wie schon im Vorfeld geklärt, habt ihr natürlich hier einen Link zu einem Trailer. Sollte ich es nicht vergessen haben. Reini, ernsthaft. Ihr habt einen Link, falls ich ihn nicht vergessen habe. Dieser Hammer ist für die oder von der Band, die ihr euch jetzt anschaut. Die Band, auf die ihr wahrscheinlich bei mir heute am meisten wartet, ist natürlich Amon Amarth. Oh geil, Techno. Mit dem Album Yom's Viking. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Es steht garantiert nicht. Ja, auch nochmal da. Es ist eine der Bands, die ich dieses Jahr, also 2016, höchstwahrscheinlich mit am meisten erwarte und ersehne. Und eine Band, die definitiv mit ihrem neuen Album in meinem Regal stehen sollte. Kann man sich ins Regal stellen. Die anderen zwei Alben sollte ich mir vielleicht auch mal kaufen. Leider. Ach, du hast von denen noch gar keine Alben, oder wie, oder was? Habe ich die letzten zwei Alben verpasst und mir noch nicht bis heute gekauft. Entschuldigung. Daran erkennt man den echten Fan. Schande über mich. Dennoch bin ich ein richtiger Metalhead, was ihr auch gleich erfahren werdet. Denn offiziell wird die Band als Melodic Death Metal eingeordnet. Auch die Band selbst bezeichnet sich eigentlich als Melodic Death Metal Band. Die Fans wiederum sehen es ein klein wenig anders und die meisten aus der Fanszene, so wie zum Beispiel ich und einige andere, sehen die Band eher als Viking Metal. Rainer, geh lieber danach, was die anderen sagen, nicht nach dem, was du sagst, weil du liegst doch gelegentlich mal daneben. Jetzt werdet ihr von offizieller Seite her wahrscheinlich immer erfahren, dass es den Viking Metal eigentlich gar nicht gibt. Das liegt daran, dass es eigentlich ein Underground-Genre ist, das eigentlich eher von den Fans als von den offiziellen Statements betrachtet wird. Ich glaube, es gibt nicht mehr eine Band, die sich offiziell wirklich dazu äußert, dass sie Viking Metal machen. Im Normalfall ist es Melodic Death Metal oder eben Death Metal, wo die Texte und auch die Auftritte der Bands eher in die Richtung des Wikingertums gehen. Ah, okay, es gibt also kein Viking-Metal, es gibt nur Metal, bei dem es um Wikinger geht, das sich aber anders nennt. Gut, wieder was dazu gelernt. Da Amon Amarth in diesem Genre natürlich sehr gut vertreten ist, da sie ja auf die Live-Auftritte sehr viel als Wikinger unterwegs sind und auch so aussehen und auch textlich sehr viel in diese nordische Richtung gehen. Echt, ist denn als Wikinger unterwegs? Ehrlich? Das finde ich mal geil. Wenn die auf Wacken sind, da reisen die echt so mit dem Drachenboot an. Ey, cool. Werden sie natürlich gerne da mal in dieses Subgenre reingedrückt. Ich persönlich muss aber sagen, so oder so, sei es jetzt Melodic Death Metal oder sei es Viking Metal oder sei es sonst was, sie machen auf jeden Fall richtig geilen Scheiß, den man sich auf jeden Fall mal anschauen muss. Gegründet wurde die Band in Tumba, das ist in Schweden und es... Das kennt man aus der Karnevalssaison bei uns, Tumba, 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 tä, tä, tä. Zwar 1992. Genauere Daten werdet ihr bei mir spätestens in einem Time of Metal erfahren, wenn ich über das Album mal berichte. Na juhu. Jetzt noch meine persönliche Meinung dazu. Herrje, Amon Amarth. Natürlich wird er erst der Punkt des Cover. Hierzu muss ich sagen, die ersten Covers von Amon, die ich kenne, sind im Prinzip schwarz mit dem Schriftzug und das war es eigentlich im Großen und Ganzen.
Ja, da hatten sie wohl noch keine Kohle für einen Grafiker. Ja, also das ist jetzt ein spezielles Album natürlich, an das ich jetzt dabei denke. Die Alben danach, dann gab es eins, das komplett feuerrot war mit einem riesigen Koloss, mit einem riesigen Schwert darauf. Also quasi ein Porträt von dir. Das mich ein bisschen an Devil May Cry erinnert hat. Das letzte Album, das rauskam, war The Savers of the Guard. Hier hatten wir die gleichen Farben wie auch im neuen Album, oder fast die gleichen Farben wie auch im neuen Album. Blau, schwarz. Ja, im neuen Album haben wir rot dabei. Also ich sehe da auch weiß und braun. Wir haben hier diesen starken Krieger mit seiner Waffe, der auf einem Berg steht oder auf einem... Ich glaube, es war sogar ein Leichenberg, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ja, also es ist quasi ein Porträt von dir, ein starker Krieger, der auf einem Berg steht. In dem Fall halt auf dem Altschauerberg. Mit seiner Master-Axt. Auf das Album. Auf jeden Fall ist es saugeil. Das ist mal wieder diese typische Wikinger-Pose, die man von Amon Amarth kennt. Übrigens wieder einer der Gründe, warum man in der Szene die auch als Viking-Metal bezeichnet. Ach so. Und wenn die jetzt irgendwie einen Mexikaner mit Sombrero auf dem Cover hätten, dann wär's Burrito-Metal, oder wie? Ich habe bereits zu einem Lied des Albums zweimal geheadbanged in der Disco, es war saugeil. Stilistisch fand ich es ein bisschen anders wie die Vorgänger, aber es ist ein guter neuer Ende, es ist eine gute neue Änderung, wie ich finde. Mir persönlich gefallen sie ultra gut und ich muss sagen, ich feiere sie jetzt schon hart. Ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. Mit das Größte wäre es für mich ja wirklich mal Johann Heck zu interviewen. Ja. Ja. Wenn das nicht klappt, nimmst du seinen Kumpel Dieter Thomas Heck. Eins meiner Videos. Ich weiß auch, dass er ein bisschen Deutsch spricht. Ich weiß nicht, ob er perfekt Deutsch kann, aber ich weiß, dass er ein bisschen Deutsch kann. Also in etwa so wie du? Wäre auf jeden Fall mal saugeil, vor allem, weil es ja wirklich ein Hühne von einem Kerl ist. Also in etwa so wie du. Und es ist halt wirklich Bombe. Also ja, im Prinzip hat er wirklich dieses klassische Viking, diese klassische Viking-Größe. Wahnsinn. Also genau wie du, sag ich doch. Oder kurz gesagt, ich finde die Band, wie ihr wisst, ja richtig episch und saugeil. Ich kann nur sagen, ihr feiert harten Wikinger-Scheiß, ihr feiert den Stil Pagan und Melodic Death Metal oder auch Viking Metal, dann holt euch die Band. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Mein Button zu empfehlen. Natürlich ist hier auch wieder eine Verlinkung zu der Band. Es sei denn, du hast die Verlinkung vergessen. Eine dänische Band, dessen Name ultra geil ist. Artillery mit dem Album Penitality. Ich hoffe, das war... Was? Wie heißt das Album? Richtig. Eine mir wieder mal bis hierhin unbekannte Band aus Dänemark. Ihr würde ich nicht kaufen, das Cover gefällt mir nicht. Zack, nächste Band. Geh doch so, Rainer, oder? Genre ist Thrash Metal. Die Erstgründung war 1992. Knapp. Wieso Erstgründung? Haben sie sich mehrfach gegründet? 9 Jahre später haben sie sich aufgelöst und die Neugründung war wiederum einige Jahre später. Und zwar etwa 7 Jahre. Ah ja, okay. Rainer, kannst du das mal kurz ausrechnen mit den 7 Jahren? 1998. Also eine Band, die schon recht lange im Geschäft ist. Mit einer langen Pause. Mein persönlicher Eindruck hier an dieser Stelle. Agility mit Penitility, glaube ich. Genau. LEC mit Penicillinici. Wie hieß die Band jetzt? Wow, der Name ist ultra geil. Es ist eine dänische Trash-Metal-Band. Ich habe mir das mal angehört und die haben echt... Wow, wow, ohne Scheiß. Wow? Geht's da um Hunde? War ich beeindruckt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Album selbst, das Cover fand ich ein bisschen seltsam. Wir haben hier nämlich den Tod, ja, mit seiner Sense und in seiner typischen Kluft, der mit einer Kanone aus dem Cover rauszielt. Fand ich ein sehr interessantes Cover. Auch die Farben selbst gefallen mir sehr gut. Die Kanone könnte eventuell was mit dem Namen der Band zu tun haben. Ich persönlich muss sagen, das Cover ist natürlich ultra. Ja. Fand ich jetzt persönlich überhaupt nicht. Das Cover gefällt mir richtig geil. Das von Amon hat mir ja auch sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht erwähnt gehabt. Aber nee, hast du völlig vergessen zu erwähnen, dass das Cover von Amon richtig, richtig geil war. Das Cover hier ist auch wirklich saugeil und passt auch irgendwie zu diesem Album und zu diesem Genre. Ich weiß nicht, mir gefällt es wirklich sehr gut. Es ist saugeil. Und die Band selbst. Ich habe von der Band jetzt so noch nichts gehört gehabt. Der Name hat mir jetzt auch noch nichts wirklich gesagt. Vielleicht, wenn du den Namen mal richtig gelesen hättest, Rainer. Aber im Großen und Ganzen war das war wirklich eine Bombe. Also kann man wirklich nicht sagen, das ist wirklich eine geile Bombe. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Oder kurz gesagt, die Band hört sich richtig gut an, wie ich gerade aber schon mal erwähnte, vermute ich mal.
ist Thrash Metal nicht so mein Fall. Meine Empfehlung hier an dieser Stelle demnach, wer das Genre mag, kann sich es gerne mal anschauen. Mein Fall ist es, wie gesagt, jetzt in diesem Fall mal nicht. Kann man mal reinschauen. Ihr bekommt aber natürlich auch einen Trailer hier verlinkt. Heilige Scheiße, sind wir plötzlich bei der Village? Asking Alandria mit dem Album The Black. Ich höre ja wirklich gerne Metalcore. Ich weiß nicht, wer das von euch schon weiß. Und ein Metalcore? Oh, ich kenne ja noch die Fischerchöre von damals. Wer nicht? Und das hört sich mal wieder nach einer richtig geilen Entdeckung für mich an. Die britische Metalcore-Band wurde 2003 gegründet. Also damit noch eine verhältnismäßig junge Band, wenn man sich Metal und Rock anschaut. Da die... Ja, normalerweise die durchschnittliche Metalband gibt's seit 30 Jahren und dann kommt das erste Album raus. Band jedoch zur gleichen Zeit entstand, als auch der Metalcore entstand oder besser gesagt richtig angefangen hat zu boomen, ist die Band vielleicht so gesehen noch gar nicht mal so jung. Rainer, wer dirigiert denn diesen Metalcore? Zumindest, wenn ich dem Bericht über Metalcore aus Wiki Glauben schenken darf. Jedoch hat sich die Band 2007 aufgelöst, nur um einige Jahre später sich erneut zu gründen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Seit 2008 sind sie wieder zurück und machen wieder richtig geilen Metalcore. Mein persönlicher Eindruck hier an dieser Stelle. Ja, die Aussage mit The Village, die ich, bevor ihr das Album gesehen habt, jetzt getroffen habt, Was, Village People? Hierzu muss man sagen, das Cover, ja, hat mich sofort an The Village erinnert. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist ein Film. Ja, aber ganz ehrlich, nur weil das Ding, was da rechts im Bild ist, einen Schnabel hat, nee. Ich meinte damit nicht das Spiel Stardew Valley, das ich momentan sehr viel suchte. Stardew Valley, ihr wisst schon, das Tal, in dem studiert wird. Sondern ich meinte damit tatsächlich den Film The Village. Hier muss man dazu sagen, bei The Village ist es eigentlich eine Schweinemaske, oder besser gesagt eine Wildschweinmaske. Das ist aber bei dem Film jetzt nicht der Fall. Danke, dass du uns den Film gespoilert hast, Rainer. Die Maske selbst kenne ich auch aus irgendeinem anderen Film, so wie die Gestalt aussieht, so diese gekrümmte Gestalt, so riesig. Ja, wobei man muss sagen, sie steht neben einem Kind, also ist die Gestalt vielleicht in meiner Größe in etwa. Er ist ja 2,40 Meter groß. Seht ihr, wie gekrümmt die Gestalt da steht? Unglaublich gekrümmt, Rainer. Aber es gab irgendwo mal eine Gestalt, die hatte diese seltsame Größe, war ein bisschen gekrümmt, ganz, ganz komisch verrenkt mit dieser Maske. Fand ich sehr interessant. Das Cover selbst passt natürlich mal wieder saugeil zum Metalcore. Das ist mal wieder so eine typisch kranke Scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sogar diese Gestalt mal auf einem anderen Metalcore-Album gesehen habe. Nicht in diesem Stil wie jetzt hier, aber ich glaube, sowas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Rainer, dann google doch mal nach. Das Cover selbst, muss ich sagen, es ist sehr hell, sehr weiß. Es gibt dieses kleine Mädchen mit der Maske und es gibt diese riesige, gekrümmte Gestalt mit der Maske. Danke, dass du uns das Cover beschreibst, Rainer. Wir haben es ja nicht selbst gesehen. Sieht schon mal wieder richtig geil aus. Das ist wieder typisch Metalcore. Mir persönlich gefällt das Cover sehr gut. Ja, aber Rainer, sag doch mal, passt das Cover jetzt eigentlich auch zum Metalcore oder ist das eher untypisch? Ich persönlich bin an sich ja sonst ein sehr großer Metalcore-Fan. Ich höre ja zum Beispiel auch sehr gerne Callejon, falls ihr das kennt. Und das ist wirklich geil. Also ich muss sagen, ich werde die Band auf jeden Fall weiterverfolgen. Oder kurz gesagt, eine richtig geile Metalcore-Band. Ich werde sie auf jeden Fall mal weiterverfolgen und im Auge behalten. Ihr mögt das Genre? Okay, dann würde ich euch empfehlen, holt euch die Band. Schaut sie euch mal an. Hier habt. Okay, ich hol mir die Band. Haben die eine Telefonnummer oder muss ich die irgendwo abholen? Den Button zu empfehlen, definitiv. Und den Trailer könnt ihr natürlich auch mal drauf schauen. Ob es allerdings der Trailer zu dem Album ist, kann ich euch nicht versprechen, aber das wisst ihr ja. Nicht nur ein geiles Spiel, sondern auch eine geile Musikrichtung im Metal. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Band jemals hier vorstellen würde. Aber ich find's geil. Blood Ceremony, ich hoffe, das war richtig, mit dem Album Lord of Misrule. Es ist eine Doom-Metal-Band. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Genre schon mal gehört hat und kennt. Außerdem macht die Band auch noch Psychedelic Rock. Was? Zeichentrickrock? Ich persönlich noch gar nicht gehört, aber im Bereich des Rocks kenne ich mich natürlich noch nicht aus oder nicht besonders gut aus, weil ich mich damit auch null beschäftige. Hard Rock, Rock an sich, Soft Rock vielleicht noch, okay. Deswegen nehmt es mir bitte nicht krumm, falls ihr neu seid, jetzt wisst ihr Bescheid. Falls ihr älter seid, solltet ihr das eh gewusst haben. Ich bin auch im Doom Metal nicht... Wieso sollten Ältere das wissen, Rainer? Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Nicht so sonderlich bewandert, weil es jetzt kein Genre ist, das ich aktiv verfolge. Soweit ich allerdings weiß, ist der Doom Metal für langsame, ruhige und vor allem sehr melodische Musik bekannt.
Wie wär's denn gewesen, wenn du das vorher mal nachschlägst? Die Band wurde 2006 gegründet, hat 4 aktive und 2 ehemalige Mitglieder. Und jetzt hier mein persönlicher Eindruck der Band. Eine wirklich, wirklich geile Band mit einem wirklich, wirklich geilen Cover. Ich persönlich feiere solche Covers. Und es ist kein Witz oder so. Ich mag Cover, wo man wirklich einfach nur schlicht die Band vorne drauf sieht. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan, ich weiß nicht, wie gut man es jetzt erkennt, auch von dem Iron Maiden Poster hier. Es sind einfach mal die Typen, die hier so dastehen, so volle Hühnern halt. Im Hintergrund irgendwie so ein fettes Monster und es ist denen einfach mal scheißegal, die schauen einfach so nach vorne. Und genau das ist einfach richtig geil. Das ist bei Maiden muss auf jeden Fall immer Eddie mit bei sein. Typisch Metal. Wobei man jetzt hier sagen muss, dass es in dem Fall hier um Doom Metal geht. Doom Metal ist eine sehr geile Musikrichtung, die ich so jetzt noch nicht aktiv gehört habe. Was ist denn geil daran, Rainer, an dieser Musikrichtung? Du sagst bis jetzt immer nur, die Platte ist geil, die Platte ist nicht so geil, aber ja, was ist denn gut dran? Was ist nicht so gut dran, Rainer? Mit dieser Info kann man überhaupt nichts anfangen. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren, habe auch schon ein paar wenige Sachen vom Doom Metal selbst gehört, aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie krass aktiv hören würde. Im Großen und Ganzen. Oder kurz gesagt, ich möchte auf die Band jetzt nicht wirklich näher eingehen. Es ist wie gesagt nicht wirklich ein Genre, mit dem ich mich groß auseinandersetze und deswegen auch nicht wirklich viel dazu sagen kann. Die Band selber hört sich wirklich gut an. Es ist für mich jetzt allerdings nichts, was ich wirklich groß empfehlen kann, weil es mein Genre oder mein Stil eben nicht ist. Deswegen hier nur ein kann man mal anschauen. Wenn ihr natürlich auf das Genre steht, dürft ihr es euch natürlich gerne holen bzw. euch es gerne anschauen. Das ist aber nett von dir, dass du das den Leuten erlaubst, rein. Wie gesagt, für mich ist es jetzt an sich nichts. Ich will auch jetzt keine Fans oder so von der Band gegen mich aufbringen, falls ihr... Rainer, wie wär's denn damit? Du stellst nur Alben vor, von einem Stil, der auch dein Ding ist. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt anfangen würde, Schlager oder Jazz vorzuschlagen. Da könnte ich bei jedem sagen, ja... Ist überhaupt nicht meins. Mir hat's nicht gefallen. Wenn ihr drauf steht und es gefällt euch, dann kauft's euch. Ja, dann kann ich den ganzen Quatsch auch ganz sein lassen. Wenn man unter euch darunter ist. Dennoch, wer sich die Band neu anschauen möchte und sie noch nicht kennt, ich werde natürlich auch hier einen Trailer verlinken. Irgendwoher kenne ich diese Klippen. Brutal Legend, genau. Bonfire mit dem Album Pearls. Bonfire, die gibt's noch? Wieder mal eine krasse Überraschung für mich, denn es handelt sich hierbei wieder mal um eine deutsche Hardrock-Band. Aus Ingolstadt tatsächlich sogar, also gar nicht mal so weit weg von mir. Das sind etwa 150 Kilometer plus minus. Die Band... Also zu Fuß knapp 2,5 Stunden für dich. Die Band wurde 1962 gegründet. Ich bin mit der allgemeinen Hardrock- und Rock-Szene ja nicht besonders vertraut. Daher wundert es mich auch nicht, dass ich die Band irgendwie nicht gesehen oder nicht mitbekommen habe. Na Rainer, das ist aber schon ein bisschen peinlich. Ich denke, ein Blick ist auf jeden Fall mal wert. Persönliche Meinung dazu jetzt. Typisch Hard Rock. Wir haben hier mal wieder ein richtig geiles Cover. Hauptsache es ist Feuer auf dem Cover. Wir haben hier diese geile Gestalt, ja, dieses Skelett, was einfach mal so die E-Gitarre hält. Aber sie nicht wie eine Gitarre hält, sondern sie irgendwie eher so wie so einen Bass hält. Also so einen Kontrabass, wo aber der Kontrabass neben der Gestalt im Feuer, besser gesagt im Wasser brennend liegt. Fand ich sehr interessant. Also, ich mache jetzt mal die Augen zu und versuche mir das Cover anhand deiner Beschreibung vorzustellen. Nö? Im Hintergrund sieht man, wie Gebäude einfallen, man hat das Meer, das heranzieht. Also wirklich mal wieder ein typisch geiles, klassisches Heavy Metal bzw. Hard Rock Cover. Ja, und Rainer, spielt dieses Cover eventuell auf die Musik an, die auf dem Album ist, oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun? Rainer, gib doch mal ein paar Infos dazu. Das ist mal wieder richtig der harte Scheiß. Mir gefallen solche Cover auch hier wieder mal definitiv ein Pluspunkt für dieses Cover. Ansonsten muss ich sagen, es ist mal wieder eine deutsche Hardrock-Band, die ich noch nicht kannte. Und ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich teilweise wirklich dafür, dass ich so wenige Bands aktuell gekannt habe. Man muss dazu sagen, Hardrock ist natürlich nicht wirklich mein Metier. Man muss natürlich dazu sagen, dass Hardrock nicht wirklich mein Metier ist. Ja, das siehst du heute ein bisschen anders. Da kommst du ja aus der Rock-Metal-Szene. Ne? Ich beschäftige mich eigentlich eher im Bereich, naja... Digimon und Schlager, wissen wir. Von verschiedenen Metal-Sachen, Heavy-Metal, Power-Metal, Speed-Metal. Heavy-Metal, Light-Metal, jede Menge Blech. Death-Metal, Trash-Metal. Trash-Metal mag ich eigentlich auch nicht so besonders.
Von daher, also ich bin eigentlich eher in der Metal-Szene als jetzt in der Hardrock-Szene. Deswegen kannte ich die Band vielleicht auch vorher nicht. Was ich allerdings gehört habe, war saugeil. Meine Einschätzung. Warum war es denn saugeil, Rainer? Kurzformat. Oder kurz gesagt, wenn ihr auf Heavy Metal, Hard Rock und den Stil steht, schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Richtig geil ist sie. Voll in meinem Geschmack auf jeden Fall. Zu empfehlen. Trailer natürlich wie immer vorhanden, hoffe ich. Ja, warum zu empfehlen, Rainer? Sag doch mal inhaltlich was dazu. Es ist ja furchtbar. All diese verschwendeten Jahre. Caliban mit dem Album Gravity. Eine Band, die für ihren geilen Metalcore bekannt ist. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mal kurz nachgeschaut, was die Sache mit dem Metalcore angeht auf Wiki. Und da stand sie sogar mit... Wiki, Moment mal. Wiki müsste aber Viking Metal sein. Der hat doch... Wiki war doch ein Wikinger. Dabei als eine, die dafür wirklich bekannt ist. Also quasi bekannte Bands im Bereich. Und da war unter anderem Heaven Shall Burn und eben auch Caliban dabei. Ich kenne die Band schon seit einigen Jahren... Muss aber dazu sagen allerdings, ich habe sie bisher nie wirklich verfolgt oder angeschaut. Jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen bedauerlich, um ehrlich zu sein. Warum? Die verschwendeten Jahre. Rainer, wart mal noch ein paar Jahre ab. Da hast du noch mehr Jahre verschwendet. Gegründet wurde die Band 1997. Als Bandnamen hatten sie damals allerdings noch Never Again. Also quasi noch bevor sie Caliban hießen, warum auch immer sie sich auf Caliban umbenannt haben, das war... Ach so, also der Name war früher anders, das war aber noch bevor sie sich umbenannt haben. Ah ja, okay, gut. Weiß ich jetzt leider nicht und sollte es einer nicht wissen, es ist übrigens eine deutsche Band, also das sollte man über Caliban definitiv wissen, aber ich glaube die meisten wissen es auch. Zumindest die Leute, die das auf jeden Fall hören. Ich wusste es zumindest. Meine persönliche Meinung bekommt er natürlich auch wieder mal. Caliban. Scheiße. Ich hätte die 5 oder 6 Mal live sehen können. Ich habe sie. Deutsche Band. Ich dachte immer, die Taliban kommen aus Afghanistan. Ich einmal angeschaut. Warum? Weil ich damals mich mit der Band nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Ich muss auch dazu sagen, dass mich der Name von der Band immer ein bisschen abgeschreckt hat. Warum denn? Aber dazu jetzt nichts Genaueres. Hat jetzt hier nichts zu suchen. Doch. Rainer, du kannst sowas nicht erwähnen, ohne dann zu erklären, warum. Es ist auf jeden Fall eine Band, die ich jetzt mal aktiver verfolgen werde, weil sie mir wirklich gut gefallen hat von dem, was ich gehört habe. Halt die Backen und sag jetzt, warum der Name dich abgeschreckt hat. Zum Cover selbst muss ich hier sagen, dass es mich überrascht hat. Ich habe mir die anderen Covers mal kurz angeschaut, habe mal kurz reingeguckt, wie die so im stilistischen aussehen. Das Album hier einfach im Prinzip ein schwarzes Album mit einem großen G darin, fand ich sehr interessant. Vor einigen, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder was, oder vor einem Jahr hatten wir auch ein neues Album von Caliban. Das hatte auch einen ähnlichen Touch, nur dass es nicht schwarz, sondern weiß war. Und dann war ein schwarzes G drin, oder? Im Großen und Ganzen fand ich die Band wirklich geil. Also es ist eine richtig geile Metalcore-Band, die man auf jeden Fall empfehlen könnte, denke ich. Aber seht selbst. Oder kurz gesagt, eine Band, die für Metalcore bekannt ist. Ihr sucht eine geile Metalcore-Band? Hört euch Caliban mal an. Die tun's auf jeden Fall, denke ich. Mein Button ist definitiv zu empfehlen. Ich werde euch natürlich auch irgendeinen geilen Trailer verlinken. Rainer, Frage dazu. Diese Metalchöre, singen die a cappella oder haben die auch Instrumentalbegleitung? Die habe ich schon gesehen. Wacken! Wacken ist doch keine Band. Achso. Judas Priest. Battle Cry. DVD und CD oder CD und DVD, wie rum auch man immer es ausdrücken will. Hierbei muss ich jetzt sagen, mich hat es ein bisschen irritiert, dass dabei CD, DVD steht. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon länger hätte rauskommen sollen, aber ja, dazu dann gleich noch im persönlichen Eindruck. Es ist natürlich eine richtig, richtig geile Metal-Band, Heavy-Metal-Band, bitte um Entschuldigung. Ich habe sie damals tatsächlich schon live gesehen und zwar war das 2011 damals. Ja, und sie geben heute immer noch damit an, dass sie irgendwo aufgetreten sind und brummst über ein Publikum. Das haben sie eigentlich ein Abschiedskonzert gegeben, aber die sind natürlich immer noch auf Tour. Das habe ich mir damals auch gedacht. Aber ich habe sie live gesehen, wenn auch... Ich hasse das, wenn Bands jedes Jahr ein Abschiedskonzert geben. Von ziemlich weit hinten, da ein bisschen arg viel los war und wir damals ein klein wenig zu spät waren, da wir uns damals noch nicht so gut ausgekannt haben. Und naja, wir sind ein bisschen spät losgegangen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wurde die Band 1969 gegründet.
Ich denke, sie waren auch definitiv mitprägend für die Heavy-Metal-Szene. Soweit ich weiß, ist übrigens der Charakter Lars Halford aus dem Videospiel Brutal Legend nach dem Sänger von Judas Priest, Rob Halford, benannt. Ob das allerdings wirklich stimmt oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Es gibt nämlich auch noch eine Band, die Halford heißt. Rainer, eventuell hätte man das nachschlagen können. Wobei ich mir jetzt hier gar nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht sogar ein Nebenprojekt von Rob Halford ist. Auch das hätte man bestimmt nachschlagen können. Aber dazu irgendwann anders. Meine persönliche Meinung bekommen die jetzt allerdings auch noch. Muss das sein? Wie dem auch sei. Das Cover hier wieder mal richtig geil. Das ist einfach mal die Band, ja, was man so im Hintergrund einfach, also man sieht die Band von hinten auf dem Cover, die ihren Fans zujubeln und halt sich bei ihren Fans bedanken. Und man hat halt wirklich die Möglichkeit, eventuell, wenn man auf diesem Konzert zufällig an diesem Tag in dieser Situation war, ist man vielleicht sogar auf dem Cover zu sehen. Vielleicht irgendwo ganz hinten, wenn man dieses Bild zufällig kennt und weiß, man war da, weiß von wann dieses Bild ist, kann man sich vielleicht sogar in der Menge suchen. Mit anderen Worten, die Band macht Barne auf Nacken der Fans, die da auf dem Cover abgebildet sind. Oder? Das wäre natürlich richtig geil. Ich selbst habe Judas Priest vor vielen Jahren live gesehen. Allerdings muss ich sagen, ich war sehr weit hinten gestanden. Es war damals mein erstes Festival, oder besser gesagt, mein erstes mehrtägiges Festival. Naja, und wir waren sehr weit hinten gestanden, weil wir einfach so spät losgegangen sind. Wir haben nicht damit gerechnet, dass da so viel los ist, obwohl wir es uns eigentlich hätten denken können. Ja, es war immer Judas Priest. Ich meine, hallo, scheiße nochmal. Ach komm, du hattest doch keine Ahnung, wer das ist. Du hast irgendwas von Priest gelesen und hast gedacht, ach, du hast jetzt mal auch noch einen Gottesdienst auf der Bühne. Und wir sind dann vorgegangen und da war vorne einfach mal nichts los. Quatsch, da war vorne einfach mal so viel los, dass die schon gesperrt hatten. Wir konnten nicht mehr in die Bühnen vor. Die haben uns nicht mehr vorgelassen zu den Bühnen. Richtig ärgerlich. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich geil. Wir haben auch von hinten alles gesehen. Ich meine, die haben riesige Monitore. Man konnte auch von hinten noch gut sehen. Auch wenn man sie so jetzt live halt nicht wirklich erkannt hat, weil es ja wirklich, es war im Prinzip bloß so große Mannschrille weit hinten auf der Bühne. Aber es war saugeil. Eines der geilsten Konzerte überhaupt. Hattest du dein Opernglas nicht dabei? Und ich habe heute eine kleine, Überraschung für euch. Und zwar werde ich euch mein Lieblingslied in dem Button, den ihr gleich sehen werdet, verlinken. Oh, eine Überraschung. Frage, seid ihr noch wach? Also, ich frage nur, weil das ist ja wirklich unfassbar langweilig. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Was ich ein bisschen komisch fand, das habe ich euch angekündigt, dass ich das hier in Privataussage mal ansprechen möchte. Und zwar, ich fand es ein bisschen komisch, dass es hier in dem Fall jetzt hieß CD und DVD. Das stand auch im Titel dabei. Ich habe es nicht ganz verstanden, ne? Ja, liegt vielleicht daran, dass es beides gibt? Dass es so eine Aufnahme von einem Live-Auftritt ist und man kann das als Video kaufen oder als reine Tonaufnahme? Wäre das möglich? Also, ist jetzt nur meine spontane Idee. Weil, naja... Es ist jetzt einfach ein Album, das schon vor längerer Zeit rauskam, aber eigentlich nicht wirklich rauskam und jetzt eine CD- und DVD-Version davon erschienen ist. Oder ist es einfach der komplette Titel des Namens? Also ich habe es nicht ganz verstanden. Fand ich ein Album, das rauskam, aber nicht rauskam. Also das ist quasi im Ausgang hängen geblieben. Das hat sich da verkeilt. Das passiert angeblich häufiger. Wenn ein Album so richtig fetter Rock drauf ist, dann verkeilt sich das im Ausgang, kommt nicht mehr raus, hinten bildet sich ein Rückstau, eine riesen Sauerei, da müssen schon Plattenfirmen dicht machen. Bisschen komisch. Genauere Aussage dazu treffen kann ich leider nicht. Es war einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand's komisch. Ja, dann informier dich doch, warum das Ding so heiß zerfickst noch einmal. Oder kurz gesagt, es ist eine geile Band, die auf jeden Fall in jedes Regal sollte. Wer sie noch nicht hat, holt sie euch, mein Button zu empfehlen. Trailer natürlich auch verlinkt. Ich verlinke euch in diesem Fall sogar mein Lieblingslied von Judas Priest. Ausnahmsweise mal. Oh, welches ist das denn? Also wenn das nicht mal ein dreigespaltenes Genre ist, das richtig geil ist, dann weiß ich ja auch nicht. Metal Charge. Charge, Rainer, was steht da? Steht da Metal Charge? Mit dem Album, ich glaube, das ist 9 oder 10, das ist eine römische. Ich würde eher sagen, das ist eine 11. Die Zahl tut mir leid, jetzt weiß ich immer nicht, wie die heißen. Ich glaube, das. Sag mal, ist das wirklich zu fassen? Der Typ hat doch Internet, der kann das doch googeln. Das müsste 11 sogar sein. Aus den USA kommt die Heavy Metal, Trash Metal, Power Metal Band. Und wie heißt sie? Seit 1981 auf Tour und mit Alben unterwegs.
ist es wieder mal eine der Bands, die sich Jahre später aufgelöst hat, wieder zusammengefunden hat, aufgelöst hat, bla. Die Band ist 1993 zusammengeklappt, hat sich aufgelöst, das Ganze passierte 2009 erneut und neu gegründet wurden sie einmal 1999 und 2012. Und waren das dann jedes Mal wieder dieselben Leute oder haben die Personal ausgetauscht, Rainer? So ein paar Infos zwischendurch wären richtig geil. Die würde ich mir ins Regal stellen, während die drei Fragezeichen. Hierbei erscheint die Band mal als was Besonderes, denn sie haben sich zweimal aufgelöst und zweimal zusammengefunden. Cool. Das kennt man sonst nur von Terminator 2. Dieser Schmelzblech-Reini, der sich dauernd auflöst und dann wieder zusammenklippert. Persönlich muss ich allerdings sagen, ich persönlich hoffe, dass sie sich nicht nochmal auflösen, denn das, was ich gehört habe, fand ich extrem geil. Ja, aber Reini, wenn sie sich auflösen, dann finden sie sich doch wieder zusammen. Ich glaube, da ist so ein bestimmtes Muster drin mittlerweile. Im persönlichen Eindruck fahrt ihr jetzt gleich natürlich noch mehr. Ja, die Band hat nicht nur einen geilen Namen, weil... Ja, wie heißt der Name denn, Rainer? Sag doch mal. Metal im Namen auch noch haben. Boah, die haben Metal im Namen. Das ist mal voll geil. Aber wie alt bist du? 8, 9? Nein, die haben tatsächlich sogar noch die Tatsache, dass sie einfach mal ein dreigespaltenes Genre machen, wovon ich 2 ultra feiere. Und das dritte, ja gut, ich höre mir das gerne an, ist jetzt aber nichts, was ich aktiv irgendwie höre. Rainer, ich habe auch gerade Bock, was in 3 Teile zu spalten. Das Album ist sehr schlicht gehalten. Wir haben hier im Prinzip eine Gitarre, die man sieht, die man aber nur teilweise erkennt. Wir haben oben fett den Namen in Rot. Und der Name lautet? Und wir haben ein bisschen Nebel, der ein bisschen über die Gitarre kriecht. Man müsste eigentlich die Gitarre-Umrisse zumindest noch erkennen, aber irgendwie ist der Nebel so dicht, dass man es nicht erkennt. Deswegen fand ich das sehr interessant. Das ist extrem interessant. Das Cover-Design ist auf jeden Fall interessant, ist aber nicht wirklich mein Geschmack. Deswegen kann ich hier leider sagen, ist nicht so besonders gut für mich, meiner Meinung nach. Hätte man ein bisschen besser machen können. Oder kurz gesagt, wirklich viel zu sagen ist hier nicht wirklich. Kurz und schmerzlos, die Band ist geil. Schaut sie euch an, mein Button zu empfehlen. Trailer natürlich darüber. Ja, Rainer, und wie hieß die Band nochmal und wie hieß das Album? Komm, sag's doch bitte nochmal. Ein Format, das mich wohl ewig verfolgen wird. Ein Format, das ihn ewig verfolgen wird? Was er wohl meint? Wieder eine Band, von der ich nicht erwartet hatte, dass ich sie in so einem Video hier jemals vorstellen würde. Speziell, da ich das Genre selbst eigentlich nicht besonders mag. Spätestens nach dem Video, das damals so katastrophal bei mir endete. Rimforced mit dem Album Rimforced. Es ist eine... Rainer, Rimforced? Forst wie Wald? Heißen die so? Bist du sicher? Black Metal Band, die 2002 gegründet wurde, kommt aus Schweden. Black Metal, Trash Metal und Melodic Black Metal. Damit ein Genre, das ich dann doch noch ab und zu mal höre. Melodic Black Metal ist nämlich ganz cool ab und zu mal. Ich habe im Wiki-Artikel leider nicht besonders viel über diese Band gefunden. Laut dem Wiki-Artikel... Rainer, das Internet besteht nicht nur aus Wikipedia. ...hatten sie anscheinend einen etwas schwereren Start. Sie hatten 3 Demos und hatten... Oh, sie hatten 3 Demos? Wogegen haben sie denn demonstriert? Gegen das Klima? Dann ein... U-Bahn oder eben Underground-Label und da haben sie... Ein U-Bahn-Label? Hä? Wie eine Plattenfirma unten in der U-Bahn-Station? Oder wie stelle ich mir das vor? Dann ihre erste EP aufgenommen, dann ging das Ganze ein bisschen aufwärts. Die haben ihre erste EP in der U-Bahn aufgenommen? Ah, da gibt es so viele Störgeräusche, da rattern da mal Züge rein und raus. Das ist doch blöd. Wie gesagt, viel habe ich über die Band jetzt nicht herausgefunden und bitte verlinkt mir nicht wieder irgendwelche Seiten, die auf Englisch sind, denn ich spreche nur Deutsch und lese auch nur Deutsch, denn ich kann leider kein Englisch und es... Rainer, ja, das ist natürlich blöd, dass du kein Internet hast, weil im Internet gibt's auch so Übersetzungsdingerische. Bisschen was ich kann, hilft mir nicht wirklich weiter. Dankeschön. Mein persönlicher Eindruck hier an dieser Stelle. Richtig geiles Album. Das Cover, zum Cover gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Im Prinzip sieht es aus, als wäre es einfach nur schwarz und es wäre gefroren quasi, oder besser gesagt so Eis, eine Vermischung aus Eis und Chrom irgendwie, wo der Namensschriftzug ist. Alter, wie heißt der Name nochmal? Ja, es ist eine Black Metal Band und ich habe über die Band nicht so viel rausgefunden. Ich muss aber sagen, ich habe in das Rimforced mal reingehört.
Rimforce, ja. Es hört sich richtig, richtig geil an. Weil? Was ist denn geil? Und ich persönlich bin ja kein Fan von Black Metal. Was ich von Black Metal halte, weiß ich. Rainer, übrigens, wir haben 2023, das heißt jetzt Metal of Color, bitte. Oder wisst ihr, ich halte Black Metal in erster Linie für Poser. Aber nicht alle. Ja, also es gibt halt, es gibt Black Metaler und es gibt Black Metaler. Also, na, es gibt eben überall Extremisten. Ah ja, was jetzt, Poser oder Extremisten? Aber gut, wie dem auch sei. Das Album selbst... Dann bin ich jetzt blöder. Also Poser ist doch so ziemlich genau das Gegenteil von dem Extremisten. Das hört sich saugeil an. Es ist Black Metal bzw. Melodic Black Metal, was ich eine geile Mischung finde. Melodic Black Metal hat mir immer sehr gut gefallen. Oder kurz gesagt, ich fand die Band überraschend gut, wenn man bedenkt, dass es Black Metal ist und ich, wie gesagt, auf dieses Genre normalerweise nicht so besonders stehe. Ich persönlich kann sagen, kann man sich definitiv mal anhören. Schaut mal rein, wenn es euch gefällt. Wem das Genre Bock macht oder wer auf das Genre Bock hat, kann es natürlich gerne immer anschauen. Viel Spaß damit. Ich kenne Doom, aber Speed Doom war mir neu. Der zweite Teil von Doom? Doom 4? Ich kenne Scooby-Doo. Spiritual Patriots mit... Es ist ja furchtbar. Sunrise to Sundown. In der... Ja, Rainer, was heißt das? Der Sundown-Name, wie ich finde. Eine Band aus Schweden. Es ist unglaublich, wie viele geile Bands aus Schweden kommen, die im Metal-Bereich unterwegs sind. Ja, ne, man denkt immer, in Schweden gibt's nur ABBA und Elche und Ikea. Eine sogenannte Stone-Metal-Band. Was? Down-Metal? Wieso Down-Metal? Haben die Trisomie 21 oder was ist da los? Was mich hier überrascht hat, ist, dass ich den Begriff Stone-Metal, also in diesem Genre-Bereich, noch nie gehört habe. Ich auch nicht und es würde mich auch nicht stören, wenn ich den Begriff nie wieder hören muss. Was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich kenne halt viele Genres, aber eben... Ob ich die jetzt alle gehört habe oder nicht, ist natürlich wieder dahingestellt, aber ich habe von Stone Metal noch nie was gehört. Ach, Stone Metal! Mensch, Junge, sag das doch! Ja, dann ist so wie Heavy Metal. Alt Metall aus Stein, verstehst du? Demnach habe ich mal nachgeschaut und nachgegoogelt und herausgefunden, dass es anscheinend eine Art Speed Doom Metal ist. Ihr erinnert euch, Doom Metal hatten wir ja vorhin schon. Ich habe mich, als ich reingehört habe, gleich wie zu Hause gefühlt. Es ist ein richtig geiles Genre, anscheinend. Sie machen richtig geilen Metal mit richtig geiler Gitarre, bisschen fast schon... Boah, Gitarre ist auch dabei, ey, Hammer. ...verzerrt im Stil von Jimi Hendrix, muss ich sagen, also... Jimi Hendrix, der alte Metaler. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Muss ich sagen, finde ich sehr geil, weil ich mag die Jimi Hendrix Sachen sehr gerne, speziell wegen der Gitarre. Okay, zähl mal ein paar Sachen von Jimi Hendrix auf, die du magst. Das ist ja auch der Grund, warum er dafür bekannt war. Die Band... Ach echt, Jimi Hendrix war bekannt für seine Gitarre? Ich dachte, der war bekannt, weil er sogar mit dem Klapprad gefahren ist. Da muss ich mich wohl getäuscht haben. Hat sich 1992 gegründet, hat 5 Mitglieder und seither nur 3 verloren. Was ich persönlich sehr beachtlich finde, wenn man bedenkt, wie lange die Band jetzt wirklich schon existiert. Okay, also 5 Mitglieder und 3 verloren. Heißt das... Jetzt sind sie nur noch zu zweit oder waren sie vorher zu 8? Oder haben sie die Leute dann getauscht? Und warum haben sie die verloren? Waren die auf Tour und haben die am Parkplatz irgendwie vergessen? Oder keiner sagt doch mal was. Mensch. Finde ich saugeil, wenn andere Bands sich in der Zwischenzeit schon mehrfach getrennt haben und teilweise bis zu 10 Mitglieder schon rausgeworfen haben. Fand ich das immer ein bisschen creepy. Da guckt ja die Rolling Stones an. Die sind seit gefühlt 300 Jahren zusammen. Jedenfalls ist die Band sehr geil. Ich glaube, die waren auch live bei der Krönung von Ramses haben die gespielt. Geil, mein persönlicher Eindruck. Ramses dem Ersten. Eindruck. Tja, Stoner Metal. ein Metal-Genre, das ein... Stoner Metal? Also, du meinst Stoner wie Tiefgras-Süchtiger? Mensch, Rainer, oh, bitte. Ultra geilen Namen hat. Ich möchte mich hier korrigieren. Ich weiß, ich habe in der Aufnahme wahrscheinlich immer Stone Metal gesagt. Das heißt eigentlich Stone Metal. Tut mir viel... Ja, es war so Down Metal gesagt. Mir tut leid, falls ich mich da vertan habe. Also bitte nicht gleich wieder in den Kommentaren ausflippen. Du bist scheiße. So. Das Cover. Was zur Hölle ist das? Ist das ein... Ja, wahrscheinlich heißt es Stoner Metal, weil der Typ, der das Cover gezeichnet hat, völlig auf Brokkoli war. Mond? Ist das eine Sonne? Ist es irgendwie ein bizarres Kind von... Es ist eine Sonne und davor ist ein Mond. Das erkennt man nun wirklich. Mond und Sonne?
Sollen Mondensterne. Nö, also Spaß beiseite. Das Cover selbst sieht so saugeil aus, aber ich muss ehrlich gesagt sagen. Das Cover sieht aus, als hätte das irgendeiner auf der Sonderschule im Kunstunterricht zusammengekotzt. Für ein Doom Metal finde ich das Cover eigentlich gar, oder für Speed Doom Metal, Entschuldigung, finde ich das Cover eigentlich gar nicht mal so unangebracht. Ach so, Speed Doom Metal Bands haben Zeichner, die ein bisschen so im Alltag mit dem Lederhelm rumlaufen. Alles klar. Es ist eine sehr entspanntes Bild, hat eigentlich so, wenn man sich das jetzt in einem Laden holen würde, wenn man sich dieses Cover im Laden, dieses nur aufgrund des Covers im Laden holen würde. Nur aufgrund des Covers, Rainer, würde ich an dem Ding direkt vorbeigehen. Würde man vermutlich gechillte Songs erwarten. Aber es ist tatsächlich Metal. Es ist Speed Doom Metal. Oder halt Stoner Metal. Und das finde ich sehr geil. Ja, obwohl ich eigentlich sagen muss, die sollten vielleicht vorne auf dem Cover noch einen fetten Aufkleber, Achtung, es ist Metal, anbringen, dass hier nicht irgendwie ein Hippie in den Laden geht, sich das holt und denkt, was zur Hölle habe ich da? What the... Oder kurz gesagt, kurz und schmerzlos, saugeile Band, behalte ich auf jeden Fall mal im Auge. Mein Button ist zu empfehlen. Scheiß langer Name. Nö, der ist nicht lang. Meine Lieben, es ist schade, aber wir neigen uns wirklich langsam mal dem Ende zu. Oh, schade. Findet ihr das auch so schade wie ich? Die nächste Band wird für mich allerdings sehr hart, das auszusprechen. Wells of Jericho. What, Wells of Jericho? Mit dem Album No One Can Save You From Yourself. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt. Jericho ist natürlich die kleine Schwester von Sinalco, dem Typ, der die Cola erfunden hat. Und Wels, klar, Welser kennt man. Also, das ist der Wels von Sinalco, also beziehungsweise von Sinalcos kleiner Schwester. Ja, ist klar. Ich wollte euch nur mal informieren. Er behält die ganzen Infos ja immer für sich, der Kerl. Das sagt uns ja nichts. Er sagt ja nur, ist doch richtig geil, mir hat's gefallen. Ziemlich interessanter und sehr langer Name. Ja, Rainer, lang okay. Was ist denn daran interessant, Rainer? Was bedeutet der Name denn? Übersetz ihn doch erstmal ins Deutsche und erklär uns, was daran interessant ist. Eine amerikanische Metalcore-Band, die, wenn das der Anschein nicht gewesen ist, der getrügt hat, eine Sängerin hat, was ich... Donnerwetter. Eine weibliche Sängerin? Sehr geil finde, im Metalcore-Bereich gibt es nicht so viele Frauen. Die singen natürlich, meine ich damit. Gegründet ist die Band in Detroit, USA, 1998 worden. Welcher Bundesstaat ist Detroit? Auch wenn das jetzt nicht wirklich perfekt war, entschuldige ich mich dafür. Und hatten anscheinend von 2001 bis 2013 eine Pause eingelegt. Das ist ja nicht mal eine lange Pause. Hierbei beachtet, eine Pause, keine Trennung. Ich habe leider nicht besonders viel über die Band rausgefunden. Naja, wie auch, die haben ja die ganze Zeit Pause gemacht. Wurde das nicht krass? Ich war jetzt so ehrlich, da sagst du als Band, komm, wir machen mal Pause, gehst vor die Tür, um eine zu rauchen, und dann stehst du da 12 Jahre lang, bevor du wieder reingehst, hast du jetzt noch mal weiter? Boah, also, da brauchst du Ausdauer. Deswegen kann ich leider nicht wirklich viel sagen. Persönliche Eindrücke bekommt ihr natürlich trotzdem. Wells of Jericho. Ja, die Wälze von Sinalcos kleiner Schwester. Eine Band, die ich, wenn ich, umso länger ich drüber nachdenke, irgendwie kenne ich den Namen. Zumindest Jericho habe ich schon öfter gehört. Ja, Cherry Cola, Rainer, hast du wahrscheinlich getrunken. Oder eventuell von der deutschen Band Halloween. Die haben da so ein Lied gehabt. Da kam Jericho mit vor. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang mit der Band war oder nicht. Ich glaube eher nicht. Rainer, also ich glaube wirklich fast eher, du hast das schon mal gehört, weil Halloween ein Album hatte mit diesem Namen. Also nicht, dass ich eine Ahnung hätte, ich bin ja nicht so ein Mettler wie du. Jedenfalls habe ich das irgendwo schon mal gehört. Das Cover. Im Prinzip ist es diese Position. Okay. Also im Prinzip ist es diese Position der Hände, wo man so die Hände auf, oder besser gesagt, das ist diese Position der Hände, ungefähr.
Nee, vorher war besser, Rainer. Er hat den Brustkorb, sieht man ein bisschen im Hintergrund, darüber eine, ja, so ein Balken, wo im Prinzip Worlds of Jericho, also der Name der Band, steht. Ich weiß nicht, was ich von dem Album halten soll, aber ich glaube, genau wie bei der Band vorher, sollten die vielleicht einen Aufkleber drauf machen, Achtung, es ist Metal. Nö, ich glaube, in dem Fall ist das nicht nötig, Rainer. Das erkennt man dann schon. Weil irgendwie habe ich das dumme Gefühl, das könnte sich irgendein Christ versehentlich kaufen, denken, er hätte da voll die heiligen Christenlieder und plötzlich spielt die Musik des Satans. Nee, Rainer, ich glaube kaum. Aber ist schon faszinierend, dass er doch den Sprung von Jericho, Christentum, Respekt, Rainer. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich meine, ich will sowieso da runter, weil da unten ist es schön warm, außerdem... Rainer, in der Hölle ist es kühler als im Himmel. Du hast in der Hölle flüssigen Schwefel. Da viel mehr als 450 Grad geht nicht, während der Himmel von glühendem Stahl bzw. von glühendem Eisen beleuchtet wird, also über 1000 Grad. Unten ist kalt, oben ist warm. Gibt's da gescheite Gitarren? Da oben spielt's ja nur Harfe, ne? Ja und? Eine E-Harfe? Was meinst du, wie das abgeht? Aber das ist mal dahingestellt. Außerdem ist da oben ein Münchner und der sagt immer Luja Soki. Dem auch sei, das Cover selbst. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht. Ja, Rainer, wenn dir das Cover nicht gefällt, dann guckst du ja nicht an und hör dir die Musik an. Egal, komm. Wem es gefällt? Jahoo! Wie dem auch sei, mir persönlich gefällt das Cover nicht. Die Band selbst jedoch ist ziemlich cool. Oder kurz gesagt, die Band hört sich interessant an, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, denke ich. Hat mich allerdings jetzt nicht komplett überzeugt, muss ich sagen, und richtig warm geworden mit der Band bin ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, kann man sich mal anschauen, ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie mir morgen gleich im Laden holen müsste. Ja, geht auch nicht rein, am Morgen ist Feiertag bei euch in Franken. Mein Button. Ach so, nee, Moment, Franken ist, gehört zu Bayern, das ist katholisch. Da ist übermorgen Feiertag. Ist definitiv, kann man mal anschauen. Trailer ist natürlich trotzdem verlinkt. Zum Abschluss bekommt ihr von mir nochmal eine richtig technologische Bombe. Eine technologische Bombe? Okay, da bin ich jetzt gespannt. Leute, warum suche ich mir am Ende immer solche schweren Bands aus? Wieso schwer? Also bei schweren Bands, da fallen mir eigentlich nur die Wildecker Herzbuben ein. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wümet mit Kriguzu. Ich hoffe, das war richtig. Eher nicht. Die Band ist aus Spanien, ist eine Brutal Death Metal Technical Death Metal Band. Und wer glaubt, Amon Amarth und ähnliche Bands grunzen, dann solltet ihr euch mal definitiv diese Genres anhören. Wie grunzen? Nehmen die das im Schweinestall auf oder was? Oder haben sie heimlich ein Mikro hingestellt, wenn du beim Essen bist? Ich persönlich kenne die Genres, ich persönlich feiere diese Genres. Und es ist definitiv eine Band, die ich auch einem Kumpel empfehlen werde. Wahrscheinlich schaut ihr euch dieses hier kurz mal an. Ja, der Kumpel hat danach nie mehr mit ihm gesprochen. Der muss an dieser Stelle. Wie dem auch sei, die Band hört sich richtig geil an. Mir persönlich gefällt sie, wahrscheinlich kennt er sie eh schon. Ne? Gut, persönliche Daten... Oder besser gesagt, persönlicher Eindruck jetzt hier an dieser Stelle. Und falls ich mich hier irgendwie die ganze Zeit blöd anstelle, es ist schon spät für mich. Das fällt ihm früh ein, dass du sagst. Brutal Death Metal oder Technical Death Metal ist eine der wohl noch mit, sag ich mal, tiefsten Szenen, weil... Wie tief ist die denn? Tiefer als der Marianengraben? Die meisten wirklich Brutal Death Metal oder auch Technical Death Metal Bands sind, soweit ich größtenteils weiß, eigentlich extrem tief in der Szene verwurzelt. Kurzum, es sind im Normalfall Underground Bands, die... Ah, als auch solche, die in der U-Bahn spielen, okay. Die man so wirklich gar nicht mitbekommt. Im Großen und Ganzen finde ich das Album aber saugeil. Allein dieses Cover, man sieht wieder mal richtig... Man muss sagen, beim Brutal Death Metal ist es eigentlich kein wirklich passendes Cover. Es ist eigentlich eher, das Cover schaut mir eher nach Technical Death Metal aus. Es ist ja auch, die machen ja auch Brutal Death Metal, Technical Death Metal. Das Cover sieht aus, als würde es zu irgendeinem Science-Fiction-Film so aus dem frühen
Mitte der 90er passen. Und das Cover sieht eher nach Technical Death Metal aus, eben durch dieses Blau, durch dieses irgendwie technologisierte. Genau, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Technik. Es sieht moderne, Rainer. Sag einfach moderne. Technologisch aus. Früher konnte ich solche Wörter ohne Probleme aussprechen. Ja? Wann soll das denn gewesen sein? Weil ich stolz über meine eigene Zunge. Ob das an meinem Überkiefer liegt? Oder Unterkiefer, besser gesagt, Überbiss? Unterbiss hast du, Rainer. Es ist ein Unterbiss. Wie dem auch sei. Ich persönlich finde, das Cover sieht saugeil aus. Es hat richtig Charme. Man kann den Namen mal wieder nicht lesen, aber das ist wieder nur Brutal Death Metal. Also, ihr werdet wahrscheinlich keine Brutal Death Metal Band finden, bei dem ihr im Namen lesen könnt. Könnt ihr mir glauben, Leute. Ja, ich finde das irgendwie lustig, dass so manche Bands... Hauptsache, man kann den Namen nicht lesen. Alles andere ist egal. Marketingtechnisch ist das ja klasse. Ey, kennst du schon das neue Album von der Band? Von welcher? Wie heißen die? Ey, keine Ahnung, kann kein Mensch lesen. Oder kurz gesagt. Gut, wenn ihr bisher hier eingeschalten habt, danke ich euch fürs Zuschauen. Denn meine anderes Ich wird sich gleich nochmal zeigen. Für mich ist jetzt aber dann an dieser Stelle mal Feierabend. Allerdings muss ich noch drehen, das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay, aber für euch mache ich natürlich mir gerne diese Arbeit. Es ist mittlerweile viel Arbeit. Wie viel Arbeit er sich damals noch gemacht hat. Aber hey, ich hoffe, es lohnt sich. Und das Spoiler, nein. Tut es eigentlich schon dann, wenn es nur einer anschaut. Ich finde sie scheiße. Na, ich hoffe mal, dass hier mehr als einer zusieht. Nochmal geil. Es ist eine richtig geile Band. Ich habe von denen jetzt ein paar Sachen angehört. Und muss definitiv sagen, die werde ich auf jeden Fall mir ins Regal stellen. Also das ist jetzt dann wahrscheinlich die erste Brutal Death Metal Band, Technical Death Metal Band, die ich mir ins Regal stellen werde. Ich kenne auch schon ein paar andere, auch durch meinen Kumpel, die auch saugeil sind. Aber diese hier ist was ganz Besonderes. Und die wird definitiv in meinem Regal stehen. Jetzt an dieser Stelle hier zu neben Macbeth empfehlen. Ihr habt natürlich einen Trailer und ich bedanke mich und verabschiede mich schon mal und ich übergebe an dieser Stelle hier nochmal ein... Du übergibst dich, ja. Letztes Mal an mein Gegenwarts-Ich. So, ich nehme jetzt mal meine Sonnenbrille ab, denn es ist ein bisschen blöd, wenn ich die ganze Zeit die Sonnenbrille aufhab. Es fällt ja sehr früh ein, Rainer. Nervt mich schon die ganze Zeit. Gut, wir sind jetzt soweit durch. Ich hoffe, ich hab's euch nicht versaut und... Ja, Rainer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, es ist auch jetzt nicht zu unaussagekräftig. Ja, Rainer, die Hoffnung muss ich dir leider nehmen. Also, du hast absolut gar nichts gesagt jetzt, im Endeffekt. Du hast 42 Minuten geplappert, ohne irgendwas zu sagen. Ich habe am Anfang ziemlich viel gelabert. Ja, ist aber nicht aufgefallen, Rainer. Ist überhaupt nicht aufgefallen, nein. Auch deswegen, weil das Format noch sehr neu ist. Das wird natürlich in Zukunft nicht der Fall sein. Rainer, kennst du die Redewendung Show, not Tell? Wenn du so ein Format machst, zeig den Leuten einfach, worum es geht. Erzähl's ihnen nicht vorher. Gut, jetzt ist zu spät, aber hättest du vielleicht machen sollen. Das ist nur am Anfang gewesen, in den ersten paar Folgen wird es vermutlich noch der Fall sein. So sagen wir in den ersten 5 Folgen vielleicht, wenn ich noch Änderungen mache. Wenn ich keine Änderungen mache, dann wird es erstmal einfach kürzer sein. Das liegt einfach daran, dass ich euch ein bisschen erklären muss, wie das Format funktioniert, falls sich das jemand nicht weiß oder jemand nicht kennt. Rainer, ich möchte fast wetten, ohne Erklärung, einfach das das Format einfach jetzt so aufzunehmen, ohne die Erklärung vorher, hätte jeder kapiert. Du laberst, dann kommt deine Stimme aus dem Off, labert, dann kommt Badne und so weiter. Hätte jeder kapiert. Ich persönlich finde eigentlich, ich habe ganz gute Arbeit geleistet. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahme dieses Mal geworden ist, aber jetzt bin ich verhältnismäßig gut zufrieden damit. Okay. Ja gut, du kannst auch zufrieden damit sein. Ich werde es dann nur nicht hochladen. Weil vorhin habe ich schon, ich habe nur die ersten drei Bands gemacht, dann habe ich aufgehört eigentlich jedes Mal. Und es hat allein das hat wahrscheinlich schon mit den ganzen 10 oder 20 Versuchen, die ich gehabt habe, bestimmt schon fast 1 Stunde, 2 Stunden gedauert. Minimum. Und ich habe das heute früh auch schon gemacht, nachdem ich die Aufnahmen hatte. Weil ich bin jetzt schon mittlerweile wieder abends am Sonntag, oder Samstagabend, Entschuldigung. Ich werde mich jetzt daran machen, das Video hier zu schneiden, zu rendern und dann hochzuladen, damit ihr das morgen habt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wie gesagt. Was heißt hier beim nächsten Mal, Rainer? Drohst du uns etwa noch eine Folge an?
Deshalb bin ich zu hart mit dem Format. Das ist, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen und in der Entwicklung. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Etwa 3,5 Stunden Recherche und Audioaufnahme, etwa 2 Stunden Dreh und nochmal 3 Stunden Schnitt und Rendern. Schätzungsweise 2 bis 3 Stunden Uploade wegen langem Video, etwa 5 Stunden. Das nehme ich arbeiten, meine lieben Hater. Ernster Blick. Ja, Rainer. Ja, ganz toll. Ganz toll, Rainer. Hat super geklappt, ja. Hat sich wirklich gelohnt. Ja, nur. Rainer, wir haben es gelesen. PS. Das sind reale Zahlen, wenn ihr es besser und schneller könnt, beweist es, anstatt immer drum rumzulabern. Okay, Rainer, also ich habe das Ganze jetzt kommentiert in 1 Stunde 15 Minuten. Plus noch ein Zusammenschnitt vorher. Baba. Was sagst du was? Was sagst du? Nichts mehr. Uff. Also, ich mache jetzt die Verabschiedung leise, weil viele sind wahrscheinlich wirklich schon eingeschlafen. Ich möchte euch nicht wecken. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Träumt recht schön. Und möge das mit euch sein. Bah! Sorry.